Ja, hallo Leute, Yogi Y ist wieder da. Heute möchte ich gerne hier kurz was mitteilen. Und zwar, ich habe diese EU-Karte von RKI gelesen und gefunden. Das ist ja jetzt seit gestern, 16, also vorgestern, 16.06.2020 veröffentlicht. Und da steht Schweden als das einzige Land, das rot ist aktuell. Und warum das rot ist? Weil in Schweden aktuell mehr als 50 Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen, ja, in den letzten 7 Tagen darf kein Land mehr als 50 Fälle. Also, wenn man aus Schweden reinkommt, dann muss man in die Quarantäne gehen. Das ist, ich finde ich, zu hart, und das ist nicht mehr so logisch. Ja, die Hetze auf Schweden ist im vollen Gang. Und das finde ich ganz ungerecht, und es ist einfach Unsinn. Es ist Unsinn, dieses Kriterien zu erstellen. Dieses Kriterien ist nicht für uns alle gedacht. Die Kriterien ist einfach, damit wir immer noch in Angstmodus bleiben und auch damit wir immer noch auf die Impfstoffe warten. Ja, pass mal auf. Und das ist eigentlich Quatsch ist, wenn man das Video von Professor Haditz, was auch bei mir, habe ich ja letztes Mal hochgeladen. Was heißt das in der Praxis? In der Praxis heißt es, dass alle 100, die hier positiv sind, falsch sind. Das heißt, der positive Vorhersagewert ist null. Also nochmal zurück. Das heißt, auch wenn wir jetzt hier in Europa keinerlei Infektion mehr haben, ja, die Infektion ist nicht mehr da, und man hat diese Sensitivität von 100% von PCR-Tests und die Spezifizität ist 99%, dann hat man 100 positive Ergebnisse, also 100 von 10.000 Samples. Wenn man 100.000 hat, man 1.000. Von dem 100 jetzt hier, von dem 100 positiv, sind alle eigentlich nichts positiv. Also weil wir jetzt hier unsere Annahme ist ja 0% Infektionsrate. Und ja, und das RKI hat die solche Regelung gemacht einfach, um uns meiner Meinung nach noch über das ganze Thema noch Angst zu machen. Das ist ein Witz. Ja, ein Coronavirus, das Virus ist ja jetzt in mehreren Daten, die ist nicht so gefährlich. In vielen Ländern sind über 80 Leute, die über 80 sind, sind betroffen, also gestorben. Ja. Und dann, es gibt ja auch dieses Magazin von Polar, Multipolar, das hat ja auch gesagt, also allgemein, also man kann auch jetzt hier so 1% sagen, von 100.000, dann ist ja auch noch 1.000 Menschen ist immer noch falschlich als falsch positiv getestet. Ja, das heißt, da sollte man schon ein bisschen Zahlen geben. Letztendlich bei dem Grippe genauso. Es gibt keine Garantie, dass wir auch in der letzten Zeit immer null Infektionsrate hatten. Und das nochmal alles zu verschlimmern in der letzten Zeit, gab es ja auch Nachrichten über China. Ja. Hier habe ich eine Nachricht aus Xinhua-Net aus China am 15.06. Es war am Montag. Und hier wurde berichtet, dass 59 Tests, getestete Leute war positiv von 76.499. Ja. Und insgesamt sind jetzt aktuell in Peking 499, also am Montag, heute vielleicht ein bisschen mehr. Was heißt 59 geteilt durch 76.499? Das ist 0,08%. Und das heißt, das bestätigt ja auch die Analyse von Professor Dr. Martin Hadic, dass auch trotz den ganzen Sensitivität und Spezifizität
wenn das Beste ist. Und das ist aktuell, ist auch sehr ideal. Das gibt es ja aktuell nicht so. Und darum stimmt ja auch noch das Magazin hier. Den Artikel stimmt überein, warum die Pandemie nie endet. Ja? Die Pandemie endet nur wegen Impfung. Und das ist ja nicht mehr eine Viruspandemie, sondern das ist eine geplante Pandemie. Ja? Das geht gar nichts. Ihr Leute, wach auf. Und wir müssen jetzt hier auch noch verstärken, diese Blödsinn zu stoppen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bleibt positiv und optimist. Ciao.